das schöne Städtchen Milz in Österreich, die Heimatstadt von unserem Semino Rossi. Pünktlich auf die Minute wartet unser Superstar mit Blumen im Stadtpark von Milz auf die Gewinnerin der Verlosung. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich sie noch nicht zuvor gesehen habe. Aber die Wetter ist schön, der Tag ist himmelblau und ich bin gespannt auf die Fans aus meinem Publikum. Sehr gespannt. Ja, denn Gastfreundlichkeit wird bei Semino Rossi vielleicht falsch geschrieben, aber dafür sehr groß. Und dann ist es endlich soweit. Mahlzeit! Kannst aufhören, Taschenbier zu spielen, Tante Hochmeister! Dann ist die Zahnpasta mit Extraflur, ne? Die blaue, die nehme ich auch immer. Das ist ein sehr stürmischer Begruß. Möchte dich ganz herrlich begrüßen hier in meiner Heimatstadt. Warte mal, wie Heimat? Ich denke, du kommst irgendwo aus Ölaugenhausen in Südamerika. Ja, ich bin geboren in die Argentina. Tango, Mann, ne? Ach so, verstehe. Deswegen auch das Palmin in der Friese, ne? Für dich, Rote Rosen. Oh, Rosen, wie romantisch. Da will es aber einer wissen. Ne? Hast du eine Vase dabei, oder soll ich die erstmal in den Teich schmeißen? Ich bin sehr überrascht. Onka kennt nicht diese Berührungsängstlichkeit und hat einen guten Witz auf die Lagerhalle. Ist aber nicht so verstanden, aber ich weiß, Onka hat den Humor in die Augen. Als ersten Programmpunkt hat sich unser Semino einen romantischen Spaziergang durch den Milzer Nockerlpark ausgesucht. Dabei kommen sich die beiden schnell näher. Da hinter diesem Hügel ist ein kurfürstliches Schloss aus dem 18. Jahrhundert, wo an dem heutigen Tag viele verliebte Pärchen sich die Antwort geben, wenn die Vollmond sein. Das ist sehr romantisch. Ach, dann haben die ja bestimmt auch ein ganz romantisches Scheißhaus. Ich muss dringend was wechseln. Ich hab nämlich den Maler im Keller, wenn du weißt, was ich meine. Nee, lieber wieder zurück, wo die sanitäre WC da drüben ist. Ah, keine Sorge, Salambo. Mit etwas Glück sind beide Tunnelgänge nachher wieder passierbar. Ja, der ist jetzt noch ein bisschen schüchtern, ne? Aber der will das, das merkt man, ne? Ich sag mal, noch eine Stunde, dann hab ich den geknackt, ne? Also der Mann muss noch erfunden werden, der Onkel Popfreuter verschmäht, ne? Kurz darauf wird es für Semino sehr persönlich. Er führt seine Onkel an einen Ort, der ihm viel bedeutet. Die Kapelle des heiligen St. Beppo zu Milz. Denn diese wunderschöne Kirche ist mein, wie sagt, Refigulum. Refigulum. Von die Welt, wenn ich sie nach langer hektischer Tournee mit der viel Musik, ich brauche die Ruhe und die Frieden. Ich bin ja auch mal zur Beichte gegangen. Ja, wirklich? Ja, sicher. Oh. Da bin ich rein in den Schwitzkasten, ne, und hab zu dem Schwarzrock gesagt, ah, heiliger Vater, ich habe gesündigt. Ich habe einen Mann Gottes verführt. Und da kam von der anderen Seite, wann war das denn, mein Kind? Und ich? In 10 Sekunden! Und dann ging er erst mal los, knackig, knackig, Kawasaki, ne? Ich glaube, seitdem ist das der einzige Beichtstuhl, in dem ein Kondomautomat steht, Semili. Okay, lass uns reingehen, aber leise, wir wollen die anderen Gläubigen nicht stören. Nach der Kirche lädt Semino die fröhliche Onka erstmal zu einem Eis ein. Die Eise wird gemacht nach einem uralten Rezept von meinem Onkel. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe schon weitaus größere Kugeln im Mund gehabt. Stichwort Harlem Globetrotters 98er-Tour. Aber Onka, das ist auf jeden Fall gutes Training für die Saugmuskeln, ne? Onka, ich muss dir einmal sagen, ich mag nicht, dass jeder Satz von dir ist eine Aufspielung an die sexuelle Intimation. Das gefällt mir nicht. Leck mich am Arsch, jetzt hast du mich fast gehabt, du alte Schmierwurst. Soll noch einer sagen, der Zerlimbo hätte keinen Humor. Ne? Was haben wir denn noch am Programm heute? Zeig mal. Also, erst wollte ich sie gehen auf die historische Friedhof. Ja. Nee, das ist langweilig. Dann zu die Molkerei. Nee, uninteressant. Was ist denn da noch hier? Bürgermeister brauche ich nicht. Kinderkrankenhaus besuchen, nee, will ich nicht. Hier,
Semino singt seinem Fan einen neuen Hit vor. Das machen wir. Du singst dich schön geil und ich leg die Quanten hoch. Komm, Salami, komm. Und natürlich steht der Superstar zu seinem Wort und singt der glücklichen Anka seine neueste Komposition vor. Ein Lied, das vor ihr noch niemand gehört hat. Ein Vogel spielt ein Lied nur für uns zwei. Der Mond singt eine Weise noch dabei. Du bist mein Schiff auf See in dunkler Nacht. Du bist die Frau, die mich so glücklich macht. Ich hoffe sehr, die Lied hat dir gefallen und ich habe geöffnet die Tor zu deinem Herz. Ja, nicht nur dazu mein Herzen, Sanremo. Das kommt wirklich selten vor, dass mein Gesicht der feuchteste Stelle an meinem Körper ist. Oh, das freut mich, so freut mich. So, jetzt Gegenfrage. Wie gefällt dir denn das hier? Oh, Monika, du bist ja ein wunderbarer Monster. Ja, sag ich doch.